Hallo ihr Lieben! Heute habe ich noch meine Neuzugänge vom Januar und Februar für euch. Die meisten Bücher dürftet ihr schon aus irgendeinem Video kennen inzwischen. Es sind noch nicht so extrem viele Bücher in den beiden Monaten bei mir eingezogen, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, da ich ja dieses Jahr auch ein bisschen eher mal was abbauen wollte, als immer nur Neues zu lesen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich ja im Januar und Februar nicht wirklich viel gelesen habe. Ich habe Januar, Februar so viel gelesen, wie ich manchmal in einem Monat lese. Also insgesamt, also wenn ich mal einen richtig guten Monat habe. Und ja, deswegen bin ich halt auch froh, dass die Neuzugänge nicht allzu viel geworden sind, weil sonst wüsste ich, dass mein Sub wieder steigt und steigt und steigt und steigt. Im Moment hält sich das Ganze, glaube ich, so die Waage. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Neuzugängen an. Nehmen wir die zwei Bücher zuerst, die ihr diese Woche schon gesehen habt in den Videos. Da brauche ich auch erstmal nichts weiter zu sagen. Und zwar ist das einmal Brave, der dritte Teil der Wicked-Reihe von Jennifer Armentrout und Heartless, der Kuss der Diebin von Sarah Wolf. Diese beiden Bücher sind im Februar bei mir eingezogen und ich bin sehr, sehr happy mit den Büchern. Bei Heartless warte ich jetzt echt auf den zweiten Teil, denn das Ende war so, what? Was ist das denn für ein Plot-Twist? Mein Gott. Irgendwie hat man damit gerechnet, aber irgendwie eigentlich auch nicht. Aber ja, war gut auf jeden Fall. Dann ist diese Woche bei mir eingezogen dieses Schätzchen hier. Das E-Book allerdings ist bei mir im Februar schon eingezogen. Ich habe dieses Buch auch schon gelesen. Und zwar ist das Sehnsucht nach Sommer von der lieben Jackie Fellgut. Und ich habe mich mega gefreut, als die Jackie mir jetzt das Buch nochmal so zugeschickt hat, als Hardcover mit Lesebändchen. Ich bin hier echt ausgerastet und habe gedacht, oh mein Gott, es sieht so schön aus. Es sieht einfach nur so unglaublich schön aus und es fasst sich einfach nur so schön an. Und es sieht halt auch innen einfach mal extrem schön aus. Und ich werde dieses Buch auf jeden Fall nochmal als richtiges Buch lesen. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass die liebe Jackie mir das zugeschickt hat. Vielen, vielen Dank, liebe Jackie, an dieser Stelle auch nochmal, falls du das hier siehst. Ich freue mich mega. Danke, 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 danke schön für dieses wundervolle Buch. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich fand die Geschichte rund um Lucy und Newfane und diesen Bed and Breakfast einfach ganz, ganz toll. Ich will jetzt hier nicht wieder anfangen, den Inhalt wieder zu geben, weil sonst wird das hier wieder ein Lesemonat. Wenn ihr mehr zu diesem Buch wissen wollt, ich habe dazu ein extra Video gemacht, dann klickt dort einfach mal vorbei und schaut euch das Video an. Da erzähle ich mehr über diese Schätzchen hier und ja, ich habe mich sehr über Sehnsucht nach Sommer auf jeden Fall gefreut. Dann im Januar bei mir eingezogen ist Keep von Helena Hunting. Ich habe mich schon sehr auf die Fortsetzung von Stay gefreut, denn wie ihr wisst, Stay war letztes Jahr eins meiner Jahreshighlights, denn dieses Buch war einfach so unglaublich witzig und voller Fremdschämen-Momente und auch gleichzeitig so gefühlvoll und romantisch. Und ja, deswegen habe ich mich schon sehr auf Keep gefreut und ich bin nicht enttäuscht worden. Keep war wieder eine richtig, richtig tolle, lustige Geschichte, voller Fremdschämen-Momente, voller auch Liebe, die nicht sein darf. Und es waren einige Sachen in diesem Buch, wo man eigentlich sagen müsste von Haus aus, ja, das geht alles sehr schnell und das ist sehr unlogisch und so. Aber es hat mich in diesem Buch absolut nicht gestört. Das ist halt ein bisschen unrealistisch war und alles. Also es gibt Bücher, da stört mich dieser Unrealismus so überhaupt nicht. Da kann ich da absolut drüber hinwegsehen. Dann stört mich das null. Und es gibt Bücher, wo ich mir denke, so, oh, das ist jetzt mal so überhaupt nicht realistisch. Das ist auch, oh, da rege ich mich stundenlang drüber auf. Ich weiß immer nicht, wo der Unterschied liegt. Ich habe da noch keinen Punkt gefunden. Auf jeden Fall ist es hier so, dass mich das Ganze, was jetzt halt nicht so wirklich realistisch ist, absolut nicht gestört hat. Ich fand dieses Buch einfach absolut unterhaltsam. Es ist allein diese eine Szene am Flughafen. Oh, ich habe hier gesessen. Ich habe Tränen gelacht. Ich habe wirklich Tränen gelacht, Leute. Wenn ihr einen erotischen Liebesroman lesen wollt, wo die Erotik jetzt nicht so krass im Vordergrund steht. Also es kommt schon einiges an der Erotik drin vor, aber es ist jetzt nicht nur Rumgebumse. Also wenn ihr wirklich mal ein Buch lesen wollt, einen erotischen Liebesroman mit sehr, sehr viel Humor und Witz und voller Fremdschämen-Momente, dann schaut euch die Miles Brothers Reihe von Helena Hunting auf jeden Fall an. Ich freue mich jetzt schon auf den dritten Teil, wenn der da noch kommt. Das ist eine richtig tolle Geschichte und ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut sie euch an, diese Geschichte ist einfach so unglaublich gut. Und ich finde, dass diese Bücher einfach irgendwie in diesen ganzen anderen Liebesroman-Pool ein bisschen untergegangen sind. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn diese Bücher sind einfach mega klasse. Und Helena Hunting hat auf jeden Fall einen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Humor. Und ja, schaut euch das Buch einfach an. Das ist einfach so unglaublich gut. Und mehr zur Geschichte dann im Lesemonat. Dann ist im Januar bei mir eingezogen Broken Darkness, so verführerisch. Und im Februar ist bei mir eingezogen Broken Darkness, so vollkommen. Ich habe den zweiten Teil allerdings gerade nicht da. Den habe ich an meine Arbeitskollegen ausgeborgt. Deswegen kann ich euch hier nur den ersten Teil hochhalten in die Kamera.
Ich habe beide Bücher ja gelesen. Ich fand die Geschichte richtig, richtig gut. Die ersten beiden Teile der Broken Darkness Reihe gehören zusammen. Das ist eine Geschichte. Der dritte und vierte Teil kann dann als eigenständige Geschichte gelesen werden. Und ja, ich habe diese beiden Teile gelesen. Ich habe sie geliebt. Ich fand die Geschichte wieder sehr übertrieben, überzogen und auch natürlich unrealistisch. Aber es hat mich auch hier bei diesen Büchern absolut nicht gestört. Ich fand die Geschichte rund um Annie und Dylan einfach nur richtig gut. Der Anfang vom zweiten Teil. Ich habe, wo ich angefangen habe, an dem Abend das zu lesen, habe ich mir gedacht so, ha, es ist schon spät. Naja, vielleicht so die ersten 50 Seiten, dass du die heute noch liest. Du musst dann ins Bett und 150 Seiten später schaffte ich es dann irgendwann mal einen Punkt zu finden, wo ich aufhören konnte. Ja. Dieses Buch hat mich einfach in den Bann gezogen und nicht mehr losgelassen. Ich muss allerdings sagen, dass ich weiß, dass diese Geschichte nicht für jeden was ist. Also es wird Leute da draußen geben, die sagen, es ist der größte Scheiß überhaupt. Und das kann ich auch verstehen. Es ist wie die Sinners of Saint Reihe keine Geschichte, die jedem anspricht und jedem gefällt, weil es halt einfach auch sehr viel überdramatisiert ist und sehr viel auch stereotypisch und auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber wie gesagt, mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich liebe die Bücher, ich finde die ganz, ganz toll. Ich freue mich jetzt auf den dritten Teil. Es geht um den Bruder von Dylan und um die Nachbarin von Annie und diese Geschichte hat garantiert Feuer im Arsch, denn die Charaktere haben es echt in sich und mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht und ja, ich freue mich einfach, dass ich diese Bücher hier lesen durfte und bin gespannt, was der dritte und auch der vierte Teil für uns bereithält. Ich glaube, der vierte wird auch richtig gut. Im vierten Teil geht es um den Geschäftsteilhaber von Dylan und um die eine Nachbarin. Und diese Geschichte wird richtig gut. Weil da war jetzt schon am Ende vom zweiten Teil so ein Ding, wo du dachtest so, what? Was zur Hölle ist hier los? Und ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, was mit den beiden dann passiert. Und ich mag die Broken Darkness Reihe bisher einfach sehr. Und schaut sie euch an, wenn ihr auf so andersartige Liebesgeschichten steht. Nennen wir es so. Ich merke immer, wenn ich ein paar Videos gedreht habe, am Anfang sitze ich immer noch aufrecht. Und je mehr Minuten verstreichen, umso mehr sack ich so in mich zusammen. Und irgendwann hängt mein Kinn wahrscheinlich mal aus dem Bild. So, so, ich muss mich mal wieder aufrecht hinsetzen. Ja, ansonsten ist noch bei mir eingezogen Golden Dynasty, Größer als Verlangen von Jennifer L. Armentrout. Das ist auch der erste Teil dieser Trilogie. Und was soll ich sagen, auch dieses Buch hier hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich fand diese Geschichte einfach richtig gut erzählt. Ich hatte ja am Anfang ein bisschen Angst, dass dieses Buch so Richtung Bourbon Kings geht, was mir ja gar nicht gefallen hat, weil das halt auch so eine Familiengeschichte ist mit so einem Familiendrama. Aber Gott sei Dank hatte es nichts damit zu tun, nicht im Entferntesten. Jennifer L. Armentrout hat ja sogar noch so einen kleinen paranormalen Anteil mit reingebracht in die Geschichte, der mir sehr gut gefallen hat, der auch nicht weiter irgendwie thematisiert oder aufgeklärt wurde. Und das fand ich halt richtig gut. Das war einfach da. Das musste man als Leser so hinnehmen. Mich hat es ein bisschen geschubbert beim Lesen, wo ich dachte so, oh, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, nee. Oh. Und ja, mir hat es gut gefallen. Ich fand die Geschichte einfach toll. Ich bin gespannt auf den zweiten und auch auf den dritten Teil, wenn die dann rauskommen. Und ja, ich kann euch Golden Dynasty definitiv empfehlen, wenn ihr Jennifer L. Armentrout mögt, wenn ihr erotische Liebesgeschichten mögt, wenn ihr Geschichten mögt mit ein bisschen Paranormalem, so ein ganz, ganz, ganz klein wenig, dann schaut euch Golden Dynasty auf jeden Fall an. Ich kann nur so viel sagen, am Anfang der Geschichte stirbt gleich erstmal jemand. Und das fand ich schon richtig gut, dass da gleich am Anfang erstmal einer hops gegangen ist und das dann auch erstmal geklärt werden musste in dieser Geschichte. Also in diesem Buch steckt noch ein bisschen mehr dahinter, als man auf den ersten Blick erahnen mag. Dann noch bei mir eingezogen ist der 18. Teil. Das ist aber das falsche. Verdammt, ich habe das falsche Buch gegriffen. Moment, jetzt muss ich das richtige Buch holen. Wie oft ich heute aufstehen und losrennen muss, weil irgendwas ist. Furchtbar. So, jetzt habe ich das richtige Buch. Das ist der 18. Teil der Gestaltmantlerreihe, Das Licht des Ozeans. Und ich habe dieses Buch inzwischen gelesen und mir hat es wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich feiere aber auch den Charakter, um den es in diesem Buch geht, einfach sehr. Und zwar geht es um Bowen Knight, den Chef des Menschenbundes. Und man lernt Bowen, glaube ich, in Band 3 oder 4 schon kennen. Und man lernt ihn halt über die ganzen Teile so ein bisschen besser kennen. Und ja, man fragt sich dann irgendwann, wann kriegt der denn mal seine eigene Geschichte? Und jetzt war es halt soweit in Band 18. Und ich fand die Geschichte einfach ganz, ganz toll. Es kommen in diesem Buch dann noch Wassergestaltenmantler drin vor. Und ja, ich fand die Geschichte einfach wieder richtig gut.
Ich liebe die Gestaltwandlerei von Nalini Singh einfach sehr und wenn ihr mal Bock auf erotische Urban Fantasy habt mit Gestaltenwandlern und Menschen und Medialen, das sind Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten, dann solltet ihr euch die Reihe auf jeden Fall angucken. Diese Reihe legt eine wahnsinnig tolle Entwicklung hin und ich kann sie euch immer wieder nur empfehlen. Lest sie, sie ist einfach so unglaublich gut und Nalini Singh ist, was das betrifft, einfach wirklich eine Meisterin in dieser Geschichte. I love it, I love it, I love it! Dann ist noch bei mir eingezogen im Februar dieses Schätzchen hier, die Ellingham Academy von Maureen Johnson. Was geschah mit Alice? Ich habe vorhin erst mal gesehen, dass Maureen Johnson ja die Autorin von der London-Reihe ist. Wie heißt die Reihe? Wartet, lass mich mal gucken. Die Schatten von London. Die wollte ich damals auch schon immer lesen, diese Reihe. Habe ich aber nie gemacht. Bin ich irgendwie immer nie zugekommen auch. Und ja, das ist auf jeden Fall die Autorin dieser Reihe. Und die Ellingham Academy ist ein Jugendthriller. Und ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin da erst ganz am Anfang auf Seite 55. Ich habe heute damit angefangen. Und der Löwe Verlag hat mir das Buch einfach zugeschickt. Ungefragt. Ich habe mir aber gedacht, das Buch klingt echt gut, deswegen wollte ich das auch unbedingt mitlesen und bis jetzt, so auf den ersten 55 Seiten, finde ich es auch echt richtig gut. Gleich am Anfang im Prolog wurde erstmal einer abgemurkst. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht und was hinten drauf steht. Phoebe Bell ist großer Fan von Sherlock Holmes und Agatha Christie. Aber noch viel mehr begeistern sie reale Kriminalfälle. Wie die bisher ungelöste Ellingham-Affäre. Als Schülerin der exklusiven Ellingham Academy kann sie endlich selbst am Schauplatz der legendären Entführung ermitteln. Doch als ein Mitschüler ums Leben kommt, muss Stevie nicht nur das Verbrechen von damals aufklären. Und ich finde, das klingt einfach echt richtig gut. Und wie gesagt, die ersten 55 Seiten waren bisher auch sehr, sehr spannend. Ich denke auch, dass die Protagonistin, so wie sie bis jetzt rübergekommen ist in der Geschichte, das auch drauf hat, Kriminalfälle zu lösen. Wenn ich mich da an Night School erinnere, oh Gott, die war so dumm, die Alte. Oh, es tut mir leid, ich werde darüber einfach nicht mehr fertig. Ein bisschen kann man schon diese Geschichte vielleicht mit Night School vergleichen. Es ist zwar vom Grundansatz her schon ein bisschen was anderes, auch was die Herangehensweise an dieses Internat betrifft, aber es ist halt auch ein Internat mit Schülern. Es passiert halt auch ein Mord, der aufgeklärt werden muss. Und sowas ja bei Night School auch. Nur, dass Ellie bei Night School einfach total dumm war. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Die war einfach nur dumm und naiv und ja, die hat einfach nichts auf die Reihe gekriegt. Und ich denke, dass Stevie nicht so ist. Ich denke, Stevie hier in der Geschichte, die ist Mädel, was auch was drauf hat. Zumindest kam es bis jetzt so rüber. Sie hat schon so ein bisschen was analysiert und geschaut und gemacht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was, sonst würde ich euch spoilern. Und bis jetzt denke ich, sie hat es einfach drauf und ich denke, dass das eine gute Geschichte werden könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt hier alles noch passiert. Ich werde dieses Buch jetzt als nächstes auf jeden Fall beenden und lesen und werde euch dann natürlich berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Aber es ist auf jeden Fall bisher sehr vielversprechend und ja, mehr kann ich dazu im Moment auch nicht sagen. So, zwei Bücher haben wir noch, die bei mir eingezogen sind im Februar, die ich auch noch nicht gelesen habe oder irgendwas. Und zwar ist das eine True North. Kein für immer ohne dich. Das ist ja die Geschichte von der Barkeeperin Sarah, die wir ja schon aus den ersten drei Teilen kennen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich freue mich auch schon sehr, diese Geschichte hier zu lesen. Und ja, mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen, weil ich kenne es ja noch nicht. Ich kann euch ja auch mal hier vorlesen, worum es in diesem Buch geht und was hinten auf dem Rückband steht. Mit Dave verbrachte Sarah die aufregendste Zeit ihres Lebens. Doch was als leidenschaftliche Sommerromanze in Vermont begann, sollte ihr Leben für immer auf den Kopf stellen. Sie war schwanger und Dave aus Brooklyn nach seiner Abreise unauffindbar. Zwei Jahre später hat sie sich damit abgefunden, dass sie ihn nicht wiedersehen und ihre kleine Tochter ihren Vater niemals kennenlernen wird, bis er plötzlich in ihrem Café auftaucht. Denn auch Dave konnte Sarah nicht vergessen und will diesmal für immer bleiben. Aber auch dann noch, wenn er erfährt, dass ein Leben mit Sarah ein Leben zu dritt bedeutet. Und ich finde, das klingt einfach nach einer ganz, ganz tollen Geschichte und ich mochte ja die ersten drei Teile der Vermont-Reihe von Sarina Bone schon sehr und ich denke einfach, dass das hier wieder eine richtig gute Geschichte werden wird und ich mag die Pastellfarben auf den neuen Covern sehr. Ich bin ja eigentlich kein Fan von so rosa, aber ich mag dieses rosa tatsächlich. Ich finde, das sieht einfach echt mega schön aus und für uns haptische Menschen, ich kann wieder den ganzen Tag dieses Buch streicheln. Es ist so krank, aber ich kann euch den ganzen Tag dieses Buch streicheln. Es fühlt sich einfach so schön an mit dieser Schrift, die hier so geprägt ist.
Ja, ich habe eine Macke, ich weiß. Ja, auf jeden Fall, True North wird auf jeden Fall ganz, ganz bald mitgelesen. Ich will wissen, was da los ist und wie das alles ausgeht. Ja, mehr kann ich dazu auch im Moment nicht sagen. Kommen wir zum letzten Buch für dieses Video und zwar ist noch bei mir eingezogen. Spinnengift, der 7. Teil der Elemental Assassin Reihe. Dieses Buch hat mein Schatzi mir gekauft, weil es noch mit auf meinem Wunschzettel stand und ich aber dachte so, verdammt, ich wusste noch gar nicht, ob ich die Reihe jetzt eigentlich noch weiterlesen will oder nicht. Jetzt habe ich halt noch zwei Bücher dieser Reihe und entscheide dann, ob ich diese Reihe weiterlesen möchte, weil es reizt mich irgendwie im Moment so gar nicht, da weiterzulesen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich fand das cool, dass diese Reihe halt so viele verschiedene Arten an, wie nennt man das, Gaben hat. Also es gibt ja dort Luftmagier und Vampire und Elementare und keine Ahnung was nicht noch alles. Es ist ja eine sehr vielfältige Welt und mir hat eigentlich auch das Ganze drum und dran gut gefallen, aber dieses Auftragskiller-Ding, das war dann halt irgendwann doch schon irgendwie so, ja, Judas. Und deswegen war ich mir halt nicht sicher, ob ich weiterlesen wollte. Habe halt gedacht, ich lese den 6. noch und entscheide dann und na gut, jetzt sehe ich halt den 6. und 7. Teil. Das sind Probleme, die die Welt bedeuten. Oh, First World Problems. Es ist tatsächlich so. Ich weiß, ich sollte mich nicht beschweren. Ich sollte dankbar sein über das, was ich habe. Ihr habt ja auch recht, aber ich wollte es halt einfach mal erzählt haben. Ja, das waren meine Neuzugänge vom Januar und Februar. Ich finde, für 2 Monate ist das Ganze echt noch gut überschaubar. Es sind insgesamt 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Bücher. Das ist doch völlig legitim. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Das waren die Neuzugänge. Nächste Woche kriegt ihr dann endlich den Lesemonat vom Januar und Februar. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Und Milo ist auch schon am Pennen hier. Kann ich den irgendwie ranzoomen? Oh, das zoome ich nicht. Ich war bei dem Hund. Ach, guckt mal. Oh, mein Baby. Wie er da liegt und schaut. Alles in Ordnung, mein Engel? Hm? Alles gut? So, aber jetzt. Auf Wiedersehen.